Ja, meine Lieben, herzlich willkommen in Samnest und herzlich willkommen bei Aronacho. Ihr seht, ich habe neues Werkzeug. Habe ich jetzt auch die Schaufel mal direkt mitgemacht? Ach, nee, jetzt ernsthaft? Ich weiß nicht mehr, wie ich das regeln soll. Ich habe nämlich jetzt extra... Ich hatte ja den an und dann habe ich mir jetzt extra den nochmal angezogen, weil der ein bisschen wieder runterkühlt. Funktioniert alles nichts. Das ist so ein Chaos mit dem plus 17. Ja komm, den nehmen wir jetzt. Und wehe, jetzt wird mir zu kalt. Also wenn plus 17, dann muss es eigentlich immer. Was? Ach Gott. Mach aus. So. Dann kühl dich ab. Und ich habe mir überlegt, jetzt gehen wir mal strategisch vor. Wir haben ja nicht mal so wirklich lange Zeit, bis wir gekillt werden. 30 Minuten noch. Das heißt, ich habe jetzt hier, und dann gehe ich jetzt hier einmal die Häuser komplett lang. Ich habe mir auch schon die 0-0 wieder markiert. Die ist gar nicht so weit weg. Und bis jetzt habe ich auch immer bei 0-0 noch eine Stadt gehabt. Oder dass hier sogar zusammenhängt. Naja, oder es ist halt... Ausnahmsweise mal nichts da. Das ist ja alles möglich. So. Die sind schon mal platziert. Da muss ich noch Holz für besorgen. Aber ich habe ja noch einen Tag Zeit. Und Eisen muss ich auch noch besorgen. Aber ich habe ja noch einen Tag Zeit. Also alles gut. So. Hier waren wir drin. Gehen wir jetzt in das Haus. Ich brauche eine Antibiotika. Dann gehen wir halt in die Kirche. Da war ich eh schon lange nicht mehr. Der Dumme ist nur, so. Warte mal. Mach mal ein bisschen. Können wir immer brauchen. Da werde ich jetzt aber wahrscheinlich nichts dergleichen finden. Aber dann haben wir sie zumindest einmal durch. Hier können wir auch mal kurz durchlaufen. Wenn hier jemand auftaucht, dann kann er uns mal. Und gut ist. Na, hier ist ja wahnsinnig viel. Ah. Hier ist dann, in der Mitte. Hatte ich schon. Da ist ja doch mal was in den Kisten drin. Ich wollte gerade sagen, warum ist in den Kisten nie was drin. Und schon ist da was drin. Ich sollte diesen Gedanken öfter haben. So, da ist nichts drin. Höher brauchen wir nicht gehen. Und hier werde ich auch nichts finden. Den kannst du schon mal wieder anziehen, sonst frierst du gleich wieder. Das mit der Farbe, da, den, dass die nicht verbraten wird, dafür müssten sie irgendwie auch noch den Backen mal rauskriegen. Das wäre vielleicht nicht übel. Kann das sein, dass sie in den... Oh. Ich war auf jeden Fall in der Gegend schon mal. Ja. Aber in den Häusern war ich noch nicht. Machen wir uns mal wieder... Mhm. Ich kenne euch doch. Menü. Da liegt ja schon einer. Hello. Oh, ich sollte laden. Ja, da ist... Das sollte man tun. Oh, habe ich jetzt jemanden geweckt? Habe ich ja immer so die dumme Angewohnheit, ne, die Leute zu wecken. Alter, du hast sie doch nicht mehr alle. Hör mal, das ist Haus Friedensbruch. Also vor allen Dingen der Friede wird gebrochen. Pass auf, ich zeig's dir. So, hast du jetzt davon. Ja. Und jetzt geht's mit dem Knüppel. Und dann bleibst du auch gefälligst liegen. Na toll. Warum kriege ich jetzt eine Axt? Nee, ihr bleibt jetzt mal bitte draußen. Wo
muss ja immer noch suchen. Ein wenig Honig, ein wenig an. Ist mir völlig egal. Hauptsache ich krieg irgendwas. Oh, gut, dass die Schnelltaste wieder funktioniert. Habe ich schon was? Nee, ich habe viel, unheimlich viel Blödsinn. So. Das packe ich mal hier hin. Das tue ich eventuell zerlegen. Und das, obwohl, das sollte vielleicht auch zusammen. Habe ich jetzt noch eine Schaufel? Nee. Da, ne? Oh. Der hat Spaß beim Hüpfen, hört er das? Er hüpft sehr gern. Ich brauche mindestens noch eine Fackel. Damit ich die immer wieder unten drin habe. Die muss ich mir unbedingt ja auch mal dran denken können. Ich kann es ja. Ist ja nicht so, als wenn ich es nicht könnte. Einmal rein, einmal raus. Fertig ist der. Machen wir nicht. Du denn? Ah. Er hat ja wirklich Spaß. Entschuldigung, dich habe ich gar nicht gesehen. Ich wollte nicht stören. Warte. Hey, ich habe ja den da. Wirst du das wohl lassen, du Pfeife? Dich verstecken und dann nach oben kommen ist unfair. Da ist ja noch so einer. Geh weg. Ich sehe doch nichts. Warte mal. Ich hab den da. Pfeil ganz oben. So ist fein. Und jetzt lass dich hauen. Nein. Genau. So ist richtig. Immer auf die Birne. Damit es auch ordentlich wehtut. Du bist auch noch da, wa? Hör auf, dich zu verstecken. Ist ja unverschämt. Da ist doch sowieso wieder nichts drin. Ach, da vielleicht. Da muss ich dann gleich mal reingucken. Und hinter mir eventuell. Ich kann durch die Leiche durchgehen. Das ist schwierig. Sehr schwierig. Aber gut, dass ich es probiert habe. Hat mir Zeit erspart. Na, ist da noch einer? Wow. Unschön. Wenn jetzt einer kommt, na, dann bin ich voll am Arsch. Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber es ist so. In dem Klo war auch nichts. Gar nichts. Oben gibt es kein Klo. Ach, hier gibt es nicht mal ein Oben. Das ist ja unschön. Hier war auch nichts drin. Was hat man denn hier? Ich glaube, hier war auch nichts. Warte mal. Ja, Big Mama. Nur damit du auch wirklich sicher liegen bleibst. Oh. Das sollte ich auch nochmal nehmen. Da ist doch auch nie was drin. Nein, ich brauche ein Klo. Wo ist draußen? Wo bin ich rein? Da bin ich rein. So, nächstes Haus. Na ne? Ach, das war da unten, ne? Okay. Ja, das ist hier weiter unten. Okay. Digga, du siehst mich nicht. Du bleibst einfach mal weg. Ich hab nur gesagt, du siehst mich nicht. Was hast denn du nicht verstanden?
alles. Du hast doch nie sowas mit. So, und noch ein. So, und jetzt bleib liegen. Ich hau dir auch schön. Ja, Wule. Ach, auch nur so ein Blödsinn. Warte mal, den kann ich doch direkt machen. Da ist die Feder auch raus. Und das eventuell wird eventuell verlegt. Zerlegt. Gott, gib mir eine Sache, die ich brauche. Nur eine einzige. Ja, der ist natürlich neu. Den habe ich nicht nachgeguckt. Auch nicht schlecht. So, Rezepte. Da haben wir sie doch. Und ich hätte gar nicht gucken brauchen. So, habe ich wieder einen Platz frei. Wie schön. Ja, dann komm jetzt erstmal du. Warte. Hast du das Gefühl, meine rechte Maustaste will nicht immer so, wie ich will? Nun, hättest nicht weiter abbiegen können? Geht doch. Jetzt bleib halt da hinten. Und nächstes Mal bist du dann schneller kaputt. So ist fein. Oh. Ist doch hier viel besser. Kommen sie nicht sofort rein. Oh, wird Tag. Wahnsinn. Oh nö, jetzt. Ernsthaft. Ich finde das nicht toll. Hallo? Keiner da? Das finde ich gut. Dann auch nicht meckern. Doch einer da. Was machst du für komische Sachen? Lass das. Ist da nirgendwo irgendwas drin? Warum willst du nur reinkommen? Warte mal, ich komm raus. Ach, da oben. Digga. Auch wenn das deine Hütte ist. Deswegen musst du nicht so unverschämt sein. Na nee. Ach, nun motz doch nicht. Ich hab doch schon mit dir gespielt. Ach so, hier war ich schon. Oh, bist du wieder drin? Das ist die... Warte mal. Oh, geht auch. Okay. So. Ich wollte gerade sagen, wie oft habe ich das Genick gebrochen? Fünfmal, sechsmal, siebenmal? Ich weiß es nicht. Na, dir einen guten Schlaf, ne? Schlaf der Gerechten. Absolut. So. Hätten wir das Ding doch auch erledigt. Nochmal zerlegen. Wo bist du? Ich will nur wissen, wo du bist. Auf jeden Fall hörst du mich nicht mehr, wie mir scheint. So, das können wir eventuell auch wegschmeißen. Kann man da? Doch keiner. Doch einer. Hey! Wer bist du denn? Schwesterchen, hast du ein Antibiotika? Hast du? So, warte, ich guck mal. Ich muss mal in deine Taschen. Natürlich nicht. Warum sollte es auch? Mann, du bringst auch nichts mehr mit. Du warst früher viel netter. Sehr viel netter. Ich glaube, so ein Haus kennen wir schon. Ein Erschrock. Ach, immer wieder Blödsinn. Unten noch ein Tresor, ja. Aber der ist jetzt gerade echt mal peng. Dauert viel zu lange, den aufzumachen, für viel zu wenig, was ich da rausholen kann. Da. Nächste Haus. Was ist denn das für ein Haus? Das sieht größer aus. Das reimt sich. Ach,
das war jedoch, genau, Poppy Pants, was ich so nett übersetzt habe. Okay, aber vielleicht haben wir ja Glück. Wir gucken mal. Wir gehen wieder durchs Fensterchen. Weil das können wir gut. Und da die Zombies ein bisschen dösig sind, ist schon da wieder einer. Aber Kindergarten ist ja so schlecht nicht, wenn man irgendwie... Die sollten eigentlich sowas haben. Könnte ja den Kindern Gott weiß was passieren. Schlaf einfach weiter. So ist fein. So, wackeln. Große Küche hier vorne, das ist sehr gut. Schon wieder ein Bier. Oh, noch ein Schläfer. So ist fein. Ich glaube, ich sehe da hinten noch einen. Und Bücher? Sehr schön. Finde ich gut, wenn die Kinder mal was lernen sollen. Oh, das, du allerdings machst mir hier gerade mal ein bisschen Sorgen. Weg ist sie. Na ne. Einfach weg. So. Nichts drin. Ich bin schon zufrieden. Ey, Alter, wenn du den zerlegst, ne, dann zerlege ich dich. Komm, den schaffen wir. Und der andere... Verdammt. Komm weg. So, mach die Kohlebrocken weg. Nani? Oh. Edge. Oh, das ist... Das ist... Im Ofen. Hör mal, du hast auch irgendwas missverstanden, ist es schon klar, ne? Was bist du, Direktor oder was? Oh, warte mal, ich kann ja nicht laufen. Aber ich kann hauen. So. Und dann gibt's noch einen. Und weil es so schön ist und plattgefälligst liegen. Eines hoffe ich allerdings. Also da, ich hoffe, dass die niemals dann jetzt hier irgendwie Kinder mit reinbringen. Als Zombies, da werde ich ramdösig. Dann höre ich auf, 7 Days zu spielen. Das wäre zwar insofern realistisch, aber will ich nicht. Man muss ja nicht übertreiben. Kommst du schon wieder an, oder was? Farbe. Ich brauche keine Farbe. Wer tut mir Farbe in? Naja, Kindergarten halt. War da was? Nein. Jetzt verleg mal. So viel Blödsinn. Warum nicht einfach mal, was ich brauchen kann? Ich sehe, du hast einen Weg gefunden. Warte mal. Ich zeig dir noch einen. Hey. So. Bitteschön. Nix drin, was ich brauche. Hammerhart. Und ich habe nicht mehr so viel Zeit. Okay. Wo ist das Klo? Guck mal hier. Die haben jetzt so ein bisschen Aircondition, aber das ist ja nicht so schlimm. Okay. Nein. Verdammt, du hast mich noch nicht gesehen. Ich will nicht, dass du mich gesehen hast. So. Jetzt hast du mich gesehen haben. Komm her. Hör mal. Nicht so plötzlich umdrehen. Das ist nie gut. Das ist immer
sehr unschön. Ja, du bist falsch gelaufen, Madame. So. Was denn da, Lehrerzimmer oder was? Oh. Oh, das ist schon mal. Okay. Ich meine, ich lese auch manchmal, aber... Ich habe kein Bücherregal auf dem Bot stehen. Schon mal ganz, ganz doof. Lesen. Jetzt habe ich mittlerweile zwei Bier in der Tasche. Was soll ich da? Kann ich jetzt auch nichts mehr anfangen. Was haben wir hier drin? Oh, schön. Das ist, das kommt mir ein wenig komisch vor mit den Bücherregalen an der Ecke hier. So. Haben wir hier noch irgendwie... Haben wir nicht, ne? Nee, das ist, nur hier unten. Dann sind wir durch. Ich gehe nochmal hier lang. Kenne ich noch gar nicht. Bin ich einfach vorbeigehüpft. Habe ich gar nicht bemerkt. So. Jetzt gehen wir erst in diese Scheune. Vielleicht haben wir ja Glück. Das wäre jetzt der Witz des Tages. Haha. Und 21 Minuten noch, meine Lieben. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Teilt es gerne auf euch auch schon mal hier, wenn ihr mögt. Würde mich freuen. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Bye-bye.